Weißt du, ich schaue TikTok, plötzlich ploppt mir so ein alter Werbespot aus meiner Kindheit ins Gesicht. Das Leben ist voller Überraschungen. Mit einer Melodie, die ich legit seit 20 Jahren nicht mehr gehört habe. Und trotzdem kannte ich diese Melodie und auch noch die Lyrics. The Bims hat einfach mietfrei 2 Jahrzehnte in meinem Hirn herumgepimmelt. Und das im selben Hirn, das immer wieder vergisst, ob es denn schon den Herd ausgemacht hat. Haben unsere Gehirne auch sowas wie ein Cache? Wie so ein Webbrowser? Nur, dass wir den niemals lernen können? Ich meine, wenn ja, dann würde ich gerne wissen, wie viele unnütze Daten da so herumliegen, bis sie dann durch irgendeinen Kinderwerbespot getriggert werden. Forscher haben irgendwann mal versucht herauszufinden, wie viel Speicherplatz in Gigabyte unsere Gehirne denn so haben könnten. Viele Milliarden Neuronen. Viele von denen formen tausende Verbindungen. Was wären das in Bytes? Ah ja, 2,5 Petabyte. Das sind 2500 Terabyte. Oder auch einfach mal der Inhalt von 2,5 Milliarden Büchern, die ich alle sowieso niemals lesen werde.